Sergio Ramos war bei einem großen Twitch-Streamer zu Gast und hat dort einiges verraten. Und zwar sagte er Folgendes in Richtung von Haaland und in Richtung von Real Madrid. Er sagte, ich fände es gut, wenn sie beide kommen. Gemeint sind Haaland und Mbappé, Anmerkung meiner Stelle. Aber gerade denke ich, dass es etwas einfacher wäre, Haaland zu verpflichten. Bei Mbappé sind die finanziellen Umstände komplizierter. Ja, weiter sagte er, ich denke, es wäre keine schlechte Idee, Reals Angriff mit einem Neuner wie Haaland zu verstärken. Dann geriet er regelrecht in Schwärmen, Ramos. Haaland hat den Torhunger und will Titel gewinnen. Er könnte uns mit seiner Größe, Schnelligkeit und seinen Toren etwas geben, was wir nicht haben. Er ist ein Spieler, der viel mitbringen könnte, um Real Madrid zu verbessern. Und wie gesagt, er betonte ja, dass es leichter sei quasi, dass man ihn holen würde, also dass man Haaland holen würde als ein Mbappé zum Beispiel. Weiter sagte Ramos, dass er sich auch Messi bei Real Madrid vorstellen könnte. Ja, er sagte, würde ich Messi in Madrid akzeptieren, zu 100% ohne Zweifel. Ich würde ihn sogar in mein Haus einladen, um ihm zu helfen, sagte er und lachte dabei. Ja, er sagte aber auch, dass er selber andersherum niemals zu Barcelona gehen würde, für kein Geld der Welt. Ja, mal gucken, ob Ramos überhaupt bleibt, das ist ja auch so eine Frage. Aber falls, könnte er vielleicht ja nochmal mit Haaland zusammenspielen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Haaland perfekt wäre für Real Madrid. Ich stimme der Ramos wirklich zu. Ich sehe auch Haaland ein Ticken eher als Mbappé bei Real Madrid. Ich könnte mir wirklich vorstellen, er könnte wirklich der neue Ronaldo werden. Er ist ja Ronaldo auch doch in einigen Punkten ähnlich, dann auch wieder ganz anders. Aber er ist ihm auf jeden Fall im Ehrgeiz, im Fleiß, ist er ihm sehr, sehr, sehr ähnlich, Haaland. Ronaldo ist ja auch, das hat er zugegeben, sein Vorbild. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er der Strahlemann vorne drin im Sturm wird von Real Madrid. Benzema ist nicht mehr der Jüngste. Man braucht einen neuen Star da vorne drin. Ja, Eden Hazard, das hat nicht so gut geklappt bisher. Ich glaube, Haaland wäre es. Was sagt ihr, eure Meinung, gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was Mbappé nach dem Spiel noch für eine Insta-Botschaft an Messi geschickt hat, dann klickt ihr jetzt aber ganz, ganz, ganz schnell in die Mitte. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.